Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute wieder die Trendradar Box für euch. Die ist im März unter dem Titel Wild Garden. Und ich habe mir ja als Challenge gesetzt, euch die Produkte der Box so zu zeigen, wie ihr sie im Mama-Alltag einsetzen könnt, um diese kleinen Inseln der Entspannung, der Achtsamkeit, der Me-Time für euch zu haben. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ich das diesmal umsetzen werde. Wie gesagt, diesmal dreht sich alles um das Thema Wild Garden, um den Frühling, der jetzt hoffentlich endlich bald dauerhaft kommt. Ich zeige euch die einzelnen Produkte der Box wieder und schlage dann hier im Heftchen nach und lese euch dann vielleicht noch ein paar Sachen dazu vor. Unten in der Infobox findet ihr wie immer verlinkt den Link zur Trendradar Box und meinen persönlichen Rabattcode, den ihr für eure Box einsetzen könnt. Wir starten einfach mal. Ich greife einfach rein und zeige euch das. Super geil. Ein Pflanzenaktivator. Von Biotaurus Gartenglück Pflanzenaktivator für prachtvolle Gartenpflanzen. Lebende Mikroorganismen, die natürliche Alternative zu Dünger. Natürliche Wohlfühlkraft. Da finde ich zum Beispiel super genial. Je nachdem, wie groß oder klein euer Garten ist, ob ihr nur so ein Balkongärtchen habt oder was Größeres, diese Zeit halt wirklich aktiv zu nutzen. Halt nicht als so ein To-Do-Punkt zu sehen, oh, ich muss heute noch die Pflanzen düngen, sondern so dieses, okay, ich dünge jetzt meine Pflanzen. Und parallel dünge ich auch mich und mein Herz und tue was für mein Wachstum. Wie kann ich das tun? Indem ich meinen Pflanzen den Dünger zuführe, kann ich mir zum Beispiel positive Affirmationen aufsagen und dadurch mich wieder stärken. Das, was also das Gartenglück für meine Pflanzen ist, sind die positiven Affirmationen für mein Herz und für mich. Wir schauen gleich nochmal ins Heft. Der Dünger kostet 12,95 Euro, ist Bio-Pflanzendünger. Dann hat mich schon sowas super Geiles angelächelt, so passend zu Ostern. Das sind Osterhäschen aus Germteig. Für 5 Häschen ist so eine Backmischung, 100% österreichisches Mehl. Hat man halt so eine Anleitung, wie man die macht. Ist ein, wie steht hier, Dottermilchgemisch. Steht halt noch dabei, was man noch so hinzufügen muss. Finde ich super spannend. Von Bake Affair, halt aus Österreich. Sieht auch super süß aus. Schauen wir doch gleich mal, was die Infos zur Backmischung sind. Hier hat man nochmal einen ganzen Artikel zu den Osterhäschen. Da. Diese Backmischung kostet 5,99 Euro, ist eine Bio-Backmischung von Bake Affair. Mit dem Germteig kannst du 5 putzige Häschen formen, backen und dann mit Familie und Freundinnen vernaschen. Und das ist auch wieder so ein Wohlfühl-Tipp, ein Selbstfürsorge-Tipp. Halt nicht nur sich selbst immer beschenken und sich selbst eine Freude machen, sondern auch anderen. Und das nicht nur dieses, du hast mir was geschenkt, jetzt muss ich dir auch was schenken oder ich muss dir was schenken, damit du mich magst, sondern dieses, ich schenke dir was, weil ich dich liebe, weil ich dir eine Freude machen muss. Aus diesem Impuls heraus meine Idee zu den Osterhäschen. Dann hatten wir Oliven. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wer von euch Oliven mag. Und das hier sind jetzt grüne und Kalamata-Oliven, al naturale, mit Chili und Kräutern von Mani Bleuel. Die sind natürlich vegan. Von Mani Bio kosten 4,29 Euro. War kurz versucht reinzugreifen und eine zu testen. Aber ich kenne jemanden zum Beispiel, der sich darüber noch viel, viel mehr freuen wird als ich, der da so einen richtigen Fable für hat, wo wir wieder beim Thema Schenken sind. Also nicht nur das Schenken
dass die anderen was davon haben, sondern kann man tatsächlich auch selbst was davon haben. Jetzt habe ich hier nochmal was in Richtung Garten. Und zwar ist das eine Blumensamenmischung aus der Saatgutmanufaktur. Das finde ich super süß. Das reicht für 6 Quadratmeter. Und da steht dann so auch dabei, wie man das macht. Für Beete, Balkonkästen, Rabatten und naturnah gestaltete Flächen. Und das ist wieder so dieses, ich sehe etwas. Und das kann man zum Beispiel wieder so eine Intention setzen. Während man die Blumensamen aussät, überlegt man so für sich, was sehe ich in diesem Moment für mich und für mein Leben? Ich sehe Glück, ich sehe Liebe, ich sehe Lebensfreude. Also da auch immer Intentionen setzen. Das ist unglaublich kraftvoll, wenn man Handlungen auch mit so etwas, mit Manifestation einfach verbindet. Also während ich diese Blumen sähe, was manifestiere ich denn gleichzeitig für mich und in mein Leben? Und das von der Saatgutmanufaktur kostet 4,15 Euro. Habe ich noch was so in Richtung Garten? Ich glaube, das andere ist dann eher, genau, andere Sachen, auf die ich mich aber auch schon mega freue. Starten wir mal hiermit. Bisher war in jeder Trend Raider Box dieses Jahr irgendein Shot und diesmal ein Vitamin C Shot von Berliner Shot. Bleibst du fit mit Ariona, Sanddorn, Vitamin B12, B6, B3, B5 und Zink. Der sieht schon mal super süß aus. Ich habe die bisher auch tatsächlich immer alle getrunken. Das ist wieder so eins, das sind so Sachen, die kippt man einmal kurz runter, dauert paar Sekunden und ich mache das gerne morgens und dann setze ich mir auch so eine Intention für den Tag. Während ich das trinke, setze ich mir zum Beispiel die Intention, heute besonders auf meine Gesundheit zu achten. So easy kann das tatsächlich manchmal einfach sein. Schauen wir mal, was hier zu dem Shot noch steht. Vitamin C Shot. Der Vitamin C Shot von Berliner Shot Manufaktur vereint den Geschmack von Aroniasaft, Sanddornsaft, Apfelsaft und Orangensaft in einem praktischen wie erfrischenden To-Go-Drink und hält dabei noch eine extra Portion Vitamine für dich bereit. Kostet 1,49 Euro. Noch was zum Essen. Das will ich auch unbedingt heute sofort ausprobieren. Das Beerenmus mit Bonbon-Vanille von Biodo, Bio vom Feinsten, ist in 3 Minuten fertig. Man gibt hier noch kalte Milch und Sahne dazu und ein bisschen Zucker. Dann vermixt man das alles und kann es entweder gleich essen oder noch in den Kühlschrank stellen. Sowas finde ich ja auch total lecker und schön und besonders mal so für zwischendurch. Kostet 1,49 Euro. Kann man zum Beispiel pur genießen oder auch zum Verfeinern von Obstkuchen verwenden. Und da ist wieder das hatte ich euch, glaube ich, bei der ersten Trend Raider Box so diesen Tipp gegeben. Da ging es um eine Suppe. Und während ich löffle, ist ja ein super großes Thema bewusstes Essen. Und während ich esse, kann ich mit jedem Löffel von dieser Beerenmus zum Beispiel auch löffeln, wofür ich dankbar bin. Also mit jedem Löffel zähle ich auch so auf, wofür ich in meinem Leben so dankbar bin. Hier haben wir noch was aus dem Bereich Küche. Und zwar von Hans Hanf und Honig ein Apfel-Zimt-Riegel mit 62% Hanfsamen und 20% Protein, die genussvolle Hanfrevolution. Ich finde das gerade aktuell ein super spannendes Thema. Ein Hanfsamenriegel für 1,99 von Hans Brain Food. Köstlicher Energieschub, der vor allem deinen Geist anregt. Bestehend aus mindestens 62% Hanfsamen und insgesamt nur 4 natürlichen Zutaten, ist der Hanfriegel eine wunderbar schmackhafte Quelle für Protein, Omega-3-Fettsäuren und Eisen. Ich habe heute mein Hirn schon angestrengt, deswegen werde ich das morgen essen, bevor ich mein Brain einschalten muss, um das noch ein bisschen zu unterstützen. Was ich zum Beispiel auch super gern gerade mache, ist, wenn ich mich wirklich ganz arg beim Arbeiten konzentrieren muss oder auch mal so einen Tag habe, wo ich mich schlecht konzentrieren kann, dann höre ich heilende Frequenzen, mache ich sehr oft, aber dann höre ich ganz bewusst heilende Frequenzen zur Förderung der Konzentration. So nebenbei als kleiner Tipp.
So, dann haben wir hier einen Ökoschwamm kratzfrei mit pflanzlichen Fasern von Minimi. Sowas habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen und dementsprechend auch nie benutzt. Kostet 1,99 von grünnerle.de. Genau, und ist dadurch natürlich viel besser für die Umwelt als die, die man normalerweise kennt, weil die ja aus Kunststofffasern sind. Bin ich schon sehr gespannt, das auszuprobieren. Dann, was ich auch vorher noch nie probiert habe, wo ich mich schon sehr drauf freue, das hier ist ein Duftsack mit Zirbe drin. Von der Zirbenwerkstatt ein Duftsackel. ich habe so einen Zirbenduftsack noch nie benutzt. Ich habe schon oft davon gehört. Das kann man zum Beispiel neben das Bett legen, auf die Kommode oder in den Kleiderschrank. Noch ein Tipp, träufeln Sie regelmäßig einige Tropfen Zirbenöl auf das Duftsackel. Das intensiert den Duft und die Wirkung. Hat entspannt, meine ich auch. Genau, hier steht, wartet, ich lese euch das von hier vor. Das Kernholz der Zirbe vermag Körper, Geist und Seele zu beleben. Die in ihrem Holz gespeicherten Balsame und ätherischen Öle tun uns Menschen gut. Dabei verströmen sie nicht nur den charakteristischen, leichten und klärenden Duft, sondern haben auch wundersame sinnesphysiologische Qualitäten. Sie sorgen für innere Ruhe, heitere Entspannung und Unaufgeregtheit. Ich glaube, den lege ich tatsächlich neben mein Bett. Riecht nicht doll. Und bin schon sehr, 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 sehr gespannt. Duftsackerl kostet Geld. Hier, 4,90 €. Dann kommen wir jetzt mal so ins Badezimmer. Ja, ich glaube, das ist alles Badezimmer. Das hier ist von Tautropfen Rose, sanfte Duschemulsion für sensible und empfindliche Haut. Ist perfekt für mich. Ich kann das meiste normale Duschgelzeug nicht benutzen, weil ich da super trockene, juckende Haut von bekomme. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, mal wieder was Neues zu haben, was ich ausprobieren kann. Die Marke kenne ich auch noch gar nicht. Und Duschen ist ja sowieso so eine Gelegenheit, das ist perfekte Me-Time für uns Mamas. So beim Duschen mal 5 Minuten für sich allein sein, den Kopf freikriegen. Ich finde, das ist sowieso so ein von Altlasten abwaschen. Ne? Also entweder, wenn man morgens duscht, einfach vielleicht Albträume wegwaschen oder die Sorgen, was der Tag bringen könnte, wegwaschen oder dann am Abend. Ich bin ja so eine Person, ich dusche am Abend. Diese ganzen Lasten und schweren Gedanken und Gefühle des Tages abwaschen und wirklich mit dem Wasser abfließen lassen und dieses Wasser wirklich als etwas Reinigendes sehen, nicht nur für den Körper, sondern tatsächlich auch für den Geist. Das muss man tatsächlich halt einfach ganz bewusst machen und sich so vorstellen. Und dann hat das Duschen, was wir sowieso schon täglich machen, einen so viel größeren, wirksameren Effekt halt für uns. Dann war noch dabei eine Handcreme, Paranuss, tiefennährend von De Lilou. Wir packen die einmal aus. Die sieht so voll edel. Das Licht ist zu stark, sieht man gar nicht so doll. Aber total edel. Sieht super, super, super schön aus. Handcreme von Delilou für 18,90 €. Dann, das finde ich auch super spannend, von Radico Organic Hair Treatment Powder. Hair Wash and Treatment 100% Organic Fruit and Seed Powder. Da müssen wir jetzt mal lesen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Kostet 5,95 €. Kräuterpflege für die Haare. Wir lieben Kräuter nicht nur auf dem Brot oder in der Suppe, sondern auch in unseren Haaren. Und du wirst schon bald ebenso viel Liebe verspüren, wenn du die natürliche Kräuterpackung von Radico selbst ausprobiert hast. Das natürliche Pulver wirkt wie eine Wunderkur für deine Haare, pflegt sie intensiv und schützt sie vor Umwelteinflüssen. Für die Anwendung mixe das Pulver im Verhältnis 1:3, bis eine cremige Masse entsteht. Anschließend trägst du diese auf dein Haar auf und lässt sie maximal 1 Stunde einwirken. Danach kannst du deine Kräuterpackung gründlich auswaschen und dein neues Power-Haargefühl genießen. Da freue ich mich tatsächlich drauf, das auszuprobieren. Das ist was ich in letzter Zeit sehr viel mache. Also ich habe gerade wieder so eine Phase,
wo mir so dieser Lockdown-Pandemie-Kram mega aufs Gemüt schlägt. Und da mache ich wirklich so zweimal die Woche abends so einen Self-Care-Abend. Also wirklich so mit Baden gehen und eincremen und peelen und alles. Und ich denke, da wird das jetzt einmal auch Teil davon werden. Dann etwas, das habe ich noch nicht aufgemacht. Das ist so ganz süß verpackt. Und wir machen das jetzt einmal auf und gucken, was da drin ist. Und zwar ist das so ein kleines Täschchen. Hier ist ein Knopf. So. Fair vegan. Das ist ein Mini-Flower-Etui. Es wurde mit viel Liebe zum Detail in Deutschland handgefertigt und besteht aus 100% veganem Leder und filigranen Blättern für eine besondere Haptik. Handcrafted. Voll süß. Dazu will ich noch was lesen. Ich habe gesehen, dass dazu was drin steht. Gibt es auch noch in diesen Farben. Ich habe jetzt, glaube ich, das hier oben. Kostet 29,95 von Z Studio 8B. Praktische, zugleich schicke Accessoire. Sieht nicht nur aus wie eine Blume, es besteht quasi auch aus einer. Das kleine Blumenetui ist nämlich aus veganem Leder und einem innovativen Material aus getrockneten Blättern gefertigt. Super spannend. Damit bringt dein Fashion-Item für Karten und andere Kleinigkeiten die volle Kraft der Pflanzen in deine Tasche. Also es ist wirklich so, dass hier wahrscheinlich so eine Geldkarte ganz genau reinpasst. Manchmal nimmt man ja auch gar nicht mehr mit. Vielleicht noch einen Geldschein und schon ist es fertig. Und es ist wirklich so klein und schmal, passt hinten in die Hosentasche. Voll niedlich. Und dann war wieder, wie auch schon in der letzten Box, eine Zeitschrift mit dabei. Diesmal eine andere. Und zwar dieses hier, die Fox. Nachhaltige Kompetenz seit 2012. Die Zukunft der Mode, Circularity, warum wir anfangen müssen, in Kreisläufen zu denken. Frühlingserwachen, Verwöhnprogramme für Körper und Seele. Exklusiver Naturweinguide mit raffinierten Rezepten. Dann wird hier interviewt die Greenfluencerin Marie Nasemann. Und raus aus der Krise, so gut helfen Klettern und Bouldern gegen Depressionen. Mit einem Reisespecial. Also so rum und so rum. Das finde ich auch immer süß. Camping meets Glamping. Oh, das liebe ich. Glamping will ich unbedingt machen. Naturlust, die neue Sehnsucht nach draußen. Da ist das quasi dann das Reisespecial. Genau, bin ich schon sehr gespannt, die einmal zu lesen. Das ist auch so Me-Time. Also ich habe kein Zeitschriftenabo. Manchmal plane ich das gerne, wenn ich weiß, da und da habe ich mal einen Vormittag, einen Nachmittag Zeit. Dann hole ich mir eine Zeitschrift und ein Stück Kuchen und mache mir was zu trinken und dann setze ich mich halt echt eine Stunde hin und blätter mal ganz in Ruhe durch so eine Zeitschrift. Das Fox Magazine kostet 5,90 €. Vollgepackt mit Nachhaltigkeitstrends und hilfreichen Tipps aus Fashion, Beauty, Interior oder Food. Sehr schön. Das war die Trendradar Box im März. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Übrigens seht ihr heute, ich habe mal einen anderen Hintergrund ausprobiert. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie ihr den im Vergleich zum letzten Trendradar Video so findet. Wie gesagt, alle Infos zur Box und auch meinen Rabattcode findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.